Abschlusstraining der PSV Eindhoven in der Allianz Arena 24 Stunden vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Die ganz große Zeit des aktuellen holländischen Meisters liegt wohl schon ein paar Jahre zurück. Dementsprechend geht die PSV auch als klarer Außenseiter in das Spiel heute Abend. Dennoch freut man sich riesig darauf und will sich auch nicht von vornherein schon geschlagen geben. Ist ganz klar, dass Bayern eine riesige Qualität hat und dass es eine sehr schwierige Aufgabe für uns werden wird, aber wir werden trotzdem unsere Chancen suchen. Soweit die Einschätzung des ehemaligen Stuttgarters Daniel Schwab. Ein ehemaliger Bayern-Spieler, ja sogar Kapitän, der seine ganz große Karriere in Eindhoven begonnen hat und jetzt als Jugendtrainer wieder bei der PSV tätig ist, sieht das ähnlich. Marc van Bommel. Die Chancen für Eindhoven sind sehr klein, aber man weiß es nie. Sicherlich in dieser Verfassung. Wenn man auch noch über die Mentalität und die Einstellung von den Spielern redet, ja, das ist nie gut. Wenn man gut spielt, kann man nicht sagen, aber ich habe gelesen, ich habe es leider nicht gesehen, dass die Einstellung nicht gut war. Ja, dann hat Eindhoven eine Chance. Aber normalerweise, wenn Bayern das Niveau erreicht, was die können, dann gewinnt Bayern.